Jesus. Amen. Amen. Danke für die Begrüßung. Wie ich jetzt gerade rausgekommen bin und gesehen habe, wie viele Leute da sind, hat mir das erinnert an Pfingsten im Innenhof, Bürgerspitalplatz, Party, Sonntagabend. Aber heute können wir jetzt leider keine Party hier machen, sondern ich mache ein Preach. Aber ich hoffe, es ist trotzdem spannend. Können wir es ein bisschen höher machen? Bis wir das noch schnell fixieren, muss ich da auch noch ganz schnell meinen Tisch herrichten. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet. Das macht es relativ spannend, gell? Okay, gut, also bin schon begrüßt worden. Danke sehr, mein Name ist Daniel. Manche werden jetzt denken, der redet aber gut Deutsch. Also ich komme nicht ursprünglich aus Italien, sondern ich komme eigentlich aus Salzburg, aus einem kleinen Dorf mit drei Buchstaben, das heißt Rief, und wohne seit 2 Jahren in Italien mit meiner Frau, sind umgezogen, weil wir am Herzen gehabt haben, beziehungsweise der Herr uns was Spannendes aufs Herz gelegt hat. Heute darf ich euch von meinem Leben erzählen, ist relativ persönlich. Und ganz kurz vorher darf ich noch erzählen, was mich mit Linz verbindet. Vor ein paar Jahren habe ich mit ein paar sehr, sehr begabten und charismatischen und sehr talentierten jungen Leuten eine WG teilen dürfen. Die war ein paar hundert Meter von da. Und meine WG-Mitbewohner sind heute jetzt auch ganz ein wichtiger Bestandteil von dem X-Fest. Vielen herzlichen Dank, was ihr alles da voranbringt, was ihr alles macht. Es ist echt großartig. Genau, und in dieser WG, in der wir zusammen gewohnt haben, da war es relativ spannend, weil ich war genau zu der Zeit frisch verliebt in meine jetzige Ehefrau und habe da ein Lieblingslied gehabt. Und dieses eine Lieblingslied, das war jetzt leider kein Worship-Lied, sorry Worship-Team, aber ich höre sehr gerne Worship-Musik, Großteils meiner Zeit. Aber damals, das mein Lieblingslied war von Kool Savage und Xavier Naidoo, Ich schaue nicht mehr zurück. Das hat mir so unglaublich getaugt. Meine WG-Mitbewohner können es mir wahrscheinlich bestätigen. Ihr habt das 24 Stunden, wenn ich in der Wohnung war, rauf und runter gehört. Und meistens, wenn ihr alleine war, dann volle Granate raufgedreht, voll laut gehört und natürlich mitgesungen. Und die Frau Winkler, die Wohnungseigentümerin, die war da eigentlich nicht so erfreut, weil im Nebengebäude oder im Nebenraum war ein Architektenbüro und die haben sich schon aufgeregt, dass ihre Zeichentische zum Vibrieren angefangen haben und ich soll doch bitte aufhören. Und am Schluss, wie ich ausgezogen bin, hat sie mir gesagt, sie wollte schon einmal anläuten und mit mir reden, aber ich habe so laut mitgesungen, dass es zu peinlich gewesen wäre, jetzt in die Wohnung reinzukommen, dass sie wieder umgedreht ist und gegangen ist. Mir tut es wirklich von Herzen leid, Frau Winkler. Ich hoffe, es geht jetzt besser drüben in der Landstraße und die Bewohner sind jetzt ein bisschen angenehmer. Gut, so viel dazu zu unserer WG. In dieser Zeit ist sehr viel passiert. Ich darf heute ein bisschen was davon erzählen. Und bevor ich jetzt mit meinem persönlichen Preach beginne, möchte ich euch einen Satz aus der Bibel vorlesen. In dem steht, wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was von Gott geschenkt worden ist. Das möchte ich euch mit dem einen Satz sagen. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt. Das, was ihr heute Abend hier erzählen wird, kann sein, dass es für manche von euch eine schwere Kost ist, dass ihr euch denkt, hey, was will mir der jetzt da erzählen? Oder das ist echt, also das ist doch vom vorigen Jahrhundert oder whatever. Oder es kann für den anderen aber sehr hilfreich sein. Also es kann total unterschiedlich aufgefasst werden, was ich heute von meinem Leben erzähle. Und ich möchte mit dem einen Satz sagen, für mich ist es wie ein Geschenk, das ich bekommen habe von Gott. Und du kannst es mit dem Geist der Welt beurteilen oder du kannst es probieren, zumindest, wenn das für dich viele neue Worte sind, mit dem Geist, den dir Gott heute Abend geben wird oder den du schon empfangen hast, probieren zu beurteilen. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst nachher rausgehen und sagen, hey, der Typ ist so krass, es ist alles so verrückt, was der erzählt.
und du kannst dich voll darüber zerlegen. Es wird eigentlich gar nichts bringen und du wirst es wahrscheinlich eh wieder vergessen. Oder du kannst sagen, boah, die eine Sache, da stehe ich selber in meinem Leben auch an und da möchte ich weiterkommen. Dann lade dir ein, behalte es für dich. Prüf das mit dem Geist Gottes, der dir geschenkt worden ist, durch die Taufe, durch dein Leben, das du von Gott empfangen hast. Alright. Ich starte mit meinem Zeugnis. Und zwar starte ich mit dem Alter, wie ich in etwa 11 Jahre alt war. Ich bin übrigens der Jüngste von 3 Jungs. Mein Bruder, der Andi, ist halt auch irgendwo. Der sitzt gerade da hinten. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Genau, ich bin der Jüngste von 3. Und mit 11 Jahren bin ich aufs Gymnasium gekommen. Und meine Eltern haben das sehr gut mit mir gemeint. Meine 2 anderen Brüder waren auch im Gymnasium. Und ich habe auch im Gymnasium begonnen und habe mir auch nicht viel dabei gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber relativ schnell hat sich herausgestellt, dass ich einfach in Mathe nicht so fit bin. Also deswegen bin ich jetzt Designer und kein Mathelehrer. Also ich war in Mathe halt, das war immer so mein Megapfosten. Da bin ich immer angelaufen, aber richtig volle Granate so. Und das Problem Mathe, das war einfach so riesig und so überwindbar. Und wie ich mich vorbereitet habe für den Preach, habe ich nochmal so eine fette Mappe zu Hause. Da sind alle meine Zeugnisse drinnen und Taufurkunde und alles Wichtige, was man so braucht, um durchs Leben zu kommen und so weiter und sich in Italien anmelden zu können und lauter so Zeug. Und da ist ein Zeugnis drinnen von genau der Zeit. Und ich habe gesehen, ich habe nur 2 Einser gehabt, in Turnen und in Rallye. Und alles andere war so mittendrin und Mathe war immer Volltreffer, Mathe war immer echt so mein Kreuz sozusagen. Und das hat sich nicht gebessert. Also wir haben alles Mögliche probiert, aber Mathe ist irgendwie in meinen Kopf nicht ganz reingegangen. Und aus dem Grund haben meine Eltern überlegt, okay, dann machen wir einen Schulwechsel. Meldet man in einer anderen Schule an, ungefähr 30 Kilometer in einer anderen Stadt, Hauptschule, bisschen anders, soziales Umfeld und so weiter. Und habe dann dort angefangen, erster Schultag und so weiter. Und irgendwie hat es bei mir aber nicht funktioniert. Also ich habe jetzt nicht wechseln können, so einfach so von einer Schule zur anderen und dann andere Leute. Und die waren auch ein bisschen aggro drauf, sage ich mal, und nicht so angenehm. Nicht so die handsome guys, sondern eher mehr die harte Gruppe. Und ich habe mich überhaupt nicht integrieren können. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und das ist immer schlechter worden. Und trotz dessen, dass ich in einer anderen Schule war, waren die Noten dort auch nicht recht viel besser. Und durch diese Umstände, die jetzt vielleicht für manchen von euch nicht so besonders heavy sind, aber für mich waren es damals doch sehr heavy, hat sich bei mir eine unglaublich große Angst aufgestaut in meinem Leben, in meinem Herzen. Und die Angst, die ist immer größer geworden. Die ist mit dem ersten Tag, wie sie kommen ist, auch nicht mehr gegangen, sondern die ist immer schwerer geworden, die ist immer da gewesen. Die Angst, die war mit meinen jungen 11 Jahren schon so groß, dass egal, was ich gemacht habe, die war immer da. Egal, ob ich am Sonntag rausgehe zum Basketball spielen oder irgendwas, die Angst war immer da. Die war wie so ein Schatten, die dir einfach folgt, mit 11. Und ich symbolisiere diese Angst mal mit diesem Stein. Relativ schwer. Meine Angst war ungefähr 100-mal so schwer. Und diese Angst hat mich begleitet. Diese Angst, die war immer da. Und die Angst, die ist irgendwie aus meinem Kopf auch nicht mehr rausgegangen. Und dann haben meine Eltern probiert, was zu machen. Okay, der Kleine hat Angst, was machen wir? Und dann waren alle möglichen Sachen, also wir sind zum Schultherapeuten gegangen, wir haben mit dem Klassensprecher geredet. Für mich war das alles mega peinlich. Ich wollte einfach nur ein einfaches Leben haben. Ich wollte einfach nur, keine Ahnung, wie alle anderen in diese Schule gehen und diese doofen paar Jahre da absitzen und fertig sein. Und ist doch mir egal. Aber die Angst war da und die Angst ist nicht weggegangen. Und die Angst, die ist dann so zum Thema geworden, dass ich wieder zurückgekommen bin in die alte Schule. Die Noten sind dann nicht besser geworden, dann bin ich wieder in eine andere Schule gekommen. Und letzten Endes war die Angst so massiv,
dass ich mir gedacht habe, scheiße, mein ganzes Leben wird so verlaufen. Und ich habe eigentlich nicht viel Perspektiven gehabt. Ich habe 3 Schulwechseln gehabt innerhalb von 1,5 Jahren. Und das war echt ein mega heavy Thema. Und ich habe meinen Fixtermin gehabt, einmal in der Woche beim Therapeuten, das Thema Angst anzugehen. Mit 13 Jahren bin ich so ein bisschen stärker geworden, ein bisschen so in meine jugendliche Kräfte kommen, habe ein neues Thema kennengelernt. Und das Thema kennen die meisten Männer. Das macht uns auch sehr oft als Mann aus. Das war das Thema Pornografie. Bin eigentlich in das Thema reingerutscht, wie, schätze ich mal, die meisten Jungs in dem Alter, dass es einfach in der Klasse besprochen wird und dass es einfach, es kommt halt einfach so, wie wenn man Durst hat oder wie auch immer. Und ich bin in das Thema Pornografie und Selbstbefriedigung reingerutscht, relativ schnell. Und wir haben jetzt daheim auch nicht viel drüber geredet. Natürlich habe ich im Herzen gemerkt, das ist irgendwie nicht richtig. Und in meinem Herzen habe ich irgendwie gemerkt, hey, da machen wir was nicht Gutes. Und dann, ich habe in meinem Herzen immer mich danach schlecht gefühlt. Ich habe in meinem Herzen immer gemerkt, hey, da kommt eine Last dazu. Und ich habe das aber damals immer schon probiert, vor Gott zu tragen. Und habe auch gemerkt, wie meine anderen Kollegen in der Klasse oder wo immer ähnlich mehr oder weniger damit leben oder auch nicht leben. Aber es war ein Bestandteil, ähnlich wie die Angst, zusätzlich in meinem Leben. Und mit ungefähr 15 Jahren bin ich in eine weitere Schule gekommen. Das Thema Schule ist dabei so einigermaßen gegangen. Ich war in einer Fachschule für Tischlerei. Und ich habe immer schon gerne handwerklich einige Sachen gemacht und kreativ gearbeitet. Deswegen habe ich eine Fachschule für Tischlerei dann gemacht. Und ich habe mir gedacht, die Zeit zieht sich halt einfach ab. Ich habe auch gewusst, ich werde jetzt kein Tischler nicht, weil das war mir zu eintönig und zu wenig kreativ. Aber ich habe die Schule halt einfach gemacht, wenn man es machen muss. So. Und einige Jahre später, als ich circa 19 war, habe ich meine erste Freundin kennengelernt. Ich war damals schon die ganze Zeit auch im Gebetskreis in Salzburg und ich habe damals schon gemerkt, okay, also wenn ich eine Freundin haben will, dann soll sie dasselbe Weltbild haben wie ich. Dann soll sie in dieselbe Perspektive schauen wie ich. Deswegen habe ich 2 große Vorsätze gehabt. Der erste Vorsatz, der war eigentlich fast vor dem zweiten, aber sie waren beide so relativ stark. Der erste Vorsatz, sie soll mal richtig fesch sein. Und der zweite Vorsatz war, sie soll gläubig sein. Und das war mir mega wichtig. Und es geht in Salzburg gut, da gibt es relativ viel, ne? Und dann war ich jeden Sonntagabend auch im Gebetskreis. Und mit 20 bin ich dann zusammengekommen mit meiner ersten Freundin. Wir haben uns von Anfang an unsere Ziele schon gesteckt, was wir machen wollen und was wir erreichen wollen und auch wie wir unsere Sexualität leben wollen. Und wir wollten uns aufheben bis zur Ehe, aber es hat nicht geklappt. Es kam der erste Kuss, kam der zweite, der dritte und es hat nicht funktioniert. Und wir waren dann 3 Jahre zusammen und haben aber eigentlich gelebt, wie wären wir verheiratet gewesen wären. Also wir haben alles miteinander geteilt. Und ich habe aber gemerkt, je länger wir zusammen waren, desto mehr war es mit einer Zeit immer mehr wie so einem Zwei-Parteien-Denken. Der eine denkt in die Richtung, der andere denkt in die Richtung. Und jeder will sich so schnell rechtfertigen. Und es war, je länger wir zusammen waren, desto weniger war irgendwie das Gefühl da, wir gehen gemeinsam zu 100% in die gleiche Richtung. Und somit ist die Beziehung auch immer irgendwo egoistischer worden und immer verletzender auch. Und die Ängste sind nicht weggegangen. Und das Thema ist auch nicht weggegangen. Das war in der Zeit da. Und es war in der Beziehung genauso da. Und ich habe meine Therapie in der Beziehung genauso gehabt.
Und nach 3 Jahren hat dann meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht, hat es beendet. Und für mich ist damals eine große Welt zusammengebrochen. Und ich war da schon in Linz im Studium. Und bin dann zurückgefahren von Salzburg. Meine Ex-Freundin hat die Beziehung beendet, das war alles aus. Und bin dann in meine Studentenwohnung gekommen. Wir waren noch gar nicht in der WG, sondern waren noch im Studentenheim in der Nähe vom Dom. Und für mich ist da echt eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe in meinem Herzen gemerkt, dass ich eigentlich innerhalb, in meinem Herzen ein Gedankenschloss habe. Und dass das Gedankenschloss ziemlich groß ist und dass das Gedankenschloss ziemlich massiv ist. Und ein weiterer Stein von dem Gedankenschloss war, dass eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt waren für mich auch Christen relativ uncool. Sorry, aber für mich waren Christen zu dem Zeitpunkt relativ uncool. Und ich habe auch ein Herz gehabt, das relativ schnell andere verurteilt. Ich habe relativ schnell andere in eine Schublade gesteckt. Ich habe relativ schnell irgendwie gesehen, ah, der hat das, okay, der tickt so und so, okay, und deswegen macht er das und das. Und irgendwie, ja, habe ich gemerkt, okay, Christen haben was, wo mir viele voraus waren, aber ich wollte zum Beispiel auch jetzt nicht in die Gemeinschaft gleich gehen, ja, von unserer Loreto-Bewegung, weil ich gemerkt habe, ich bin so anders als die und ich passte nicht rein. Und das war für mich ein riesen Stein in meinem Leben. Und ein weiterer Stein war, ein Bild, das irgendwie Gott, sind relativ schwer, wie ihr hört, dass Gott irgendwie war für mich so ein eher älterer Mann mit Bart und weit weg und dass irgendwie alles gleich gut ist und dass es dann nicht wirklich einen Feind gibt, der mich von irgendetwas abbringen will in meinem Leben. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, okay, dass es einen Gegenspieler gibt, einen Feind gibt, der mich vom Heilsplan Gottes abhalten will. Das war ein weiterer großer Stein in meinem Leben. Ein weiterer Stein war mein Selbstwert. Den Wert, den ich in mir habe. Ich habe den oft probiert, durch viel Leistung und durch Anerkennung zu gewinnen. Und so obendrauf der Stein, den ich irgendwo gehabt habe in meinem Herzen, war Gott meint's im Letzten nicht wirklich gut mit mir. Damit will ich sagen, ich hab zwar Gott gekannt, aber ich habe gedacht, dass es eigentlich, muss es mir dann im Letzten doch selber erarbeiten. Und im Letzten muss es doch selber mit durchrackern und durchkämpfen. Und Leben ist ja nicht nur Geschenk, sondern auch großteils Arbeit, Leistung und auch viel Glück. Und irgendwie im Nachhinein jetzt gesehen, habe ich oft gemerkt, dass ich mir im Herzen diesen Stein gehabt habe von dem Gedankenschloss, im Letzten meint Gott nicht wirklich gut mit mir. Und nachdem meine Ex-Freundin, wie ich es vorher beschrieben habe, mit mir Schluss gemacht hat, bin ich zurück auf mein Zimmer und habe nicht wirklich gewusst, was ich machen soll. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe einen Satz gelesen, der mich seitdem mein ganzes Leben lang beschäftigt. Und jedes Mal, wenn ich den lese, den einen Satz, dann ist es wie wenn es am selben Tag noch wäre. Ich habe den einen Satz gelesen vom Psalm 126. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Und ich habe da meine Steine in mir gehabt
und war ziemlich fertig und habe auch ehrlich gesagt sehr viel Tränen gehabt. Und dann ließ ich genau in dem Moment den einen Satz: Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Und ich habe gewusst, das ist Gottes Gedanke in meinem Leben. Und ich habe gewusst, da ist was dran. Und ich habe gewusst, das ist der Funken, an dem ich jetzt umkehren will. Das ist der Funken, wo ich Gott neu ernst nehmen will in meinem Leben. Und ich hab Gott gesagt, wenn du mir den einen Satz sagst, dann will ich mich jetzt ab jetzt an diesem Jubel orientieren. Ich will Ausschau halten nach diesem Jubel, den du für mich vorbereitet hast. Ich will nicht mehr in meine erfahren, was es heißt, was du mit mir vorhast. Ich will deine Ewigkeit kosten. Und in dem einen Moment habe ich wirklich für mich entschieden, ich will jetzt 180 Grad umkehren und ich will jeden Schritt, den ich in meinem Leben mache, mit Gott gemeinsam gehen. Alles in Absprache mit ihm. Und ich habe erkennen dürfen, dass es ein lebendiger Gott ist, dass Gott nicht fern ist, nicht alt ist, verstaubt ist, sondern dass Gott in mir wohnt und dass Gott nur das Beste für mich will. Und ich habe mich nach dem einen Jubel ausgestreckt und ersehnt. Und dann natürlich sind einige Jahre vergangen, das war jetzt nicht in 3 Tagen, aber aus diesem ganzen Turm und aus den ganzen Steinen, die relativ schwer sind, dass der Biertisch sogar fast zerbricht, hat Gott viel gemacht, hat Gott sehr viel gemacht. Was hat er gemacht? Den ersten Stein, dass es nicht wirklich gut meint, hat er verändert in Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht. Das war der erste Stein. Der erste Stein, Vertrauen. In dem einen Satz, die mit Tränen sehen werden, mit Jubel ernten. Das war mein Vertrauen. Ich will den Jubel sehen und nicht den Schmerz. Und das war mein erster Funke, mein erstes Vertrauen. Und in der Vorbereitung ist es mir bewusst geworden, dass es so oft so ist. Wenn wir in der Bibel lesen, Petrus steigt aus dem Boot. Was war sein erster Gedanke? Vertrauen. Ich gehe. Vertrauen. Ein erster kleiner Schritt. Und wenn das Vertrauen nur so mini klein ist, kann Gott damit Berge versetzen. Und es ist zu 100% unsere Entscheidung. Vertraue ich. Geh den ersten Schritt. Den zweiten Stein, mein Selbstwert. Kurz nach Vertrauen habe ich erkennen dürfen, dass ich ein Kind sein kann vor Gott. Und habe erkennen dürfen, dass wenn ich ein Kind Gottes bin, dass es völlig egal ist, was andere über mich denken. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, darf in einer Freiheit leben. In einer Freiheit leben, die Welt nicht kennt und die aber ansteckend ist. Und mir zu der Zeit ein Satz ganz besonders bewegt. Und zwar die Macht der Freiheit der Kinder Gottes. Was ist die Macht der Freiheit der Kinder Gottes? Dass du über deinen eigenen Schatten springen kannst, dass du nicht mehr über dich selber kreist, dass du dich selbst zum Zentrum machst, über all deine Gedanken, sondern dass du frei sein kannst, weil du Kind bist, weil du geliebt bist. Was macht ein Kind? Ich bin seit 5 Monaten Papa und unsere kleine Tochter, die denkt nicht viel über sich selber nach, sondern die ist einfach, die kann sein. Und die lacht die meiste Zeit und weint auch manchmal. Aber ein Kind, das ist, wir alle sind Kinder, wir alle sind Kinder. Nur je länger wir gehen, desto öfter vergessen wir drauf, dass wir eigentlich Kinder sind. Dass wir uns nichts vormachen brauchen. Und genau in der Zeit habe ich eine kleine Challenge begonnen. Und zwar habe ich einfach mal
ein Schnurrbart mir stehen lassen und bin dann mit 4-5 Tage auf die Uni gegangen und alle haben mal blöd geschaut. Aber ich habe gemerkt, yes, ich bin jetzt in der Freiheit der Kinder Gottes und ich kann mir erlauben, dass auch andere über mich lachen. Ich kann mir erlauben, dass ich einfach mal zum Beispiel, wenn ich lustig bin, eine Brille aufsetze, obwohl ich gar keine brauche. Einfach nur, weil es mir Spaß macht. Freiheit der Kinder Gottes und trotzdem wissen, ich darf sein, wie ich bin. Und genau deswegen ist es ansteckend, auch für andere. Der nächste Stein. Den Feind gibt's nicht wirklich. Ich habe echt erleben dürfen, dass es einen Gegenspieler gibt. Ich habe das sehr oft erleben dürfen. Und meistens habe ich dadurch, je öfter ich das erlebt habe, dass mich der Gegenspieler rüttelt und in die Enge treibt. Ups. Finger raus. Dass das passiert. Wenn die zwei Dinge fix stehen, wenn ich weiß, dass ich Kind Gottes bin, wenn ich weiß, dass ich erlöst bin und wenn ich im Schutz des Kreuzes gehe und des Blut Christi, dann hat die Dunkelheit Angst vor mir. Dann weiß ich ganz genau, dass ich sicher bin, dass ich keine Angst haben brauche. Dass sie überhaupt keine Angst haben brauche, wenn die Nachrichten nicht positiv sind, weil ich weiß, ich bin sicher, ich kann vertrauen, ich bin Kind, ich bin gelöst und errettet. Und dann weiß ich, dass ich dorthin gehen kann, wo ich Lust und Laune habe, weil die Dunkelheit Angst vor mir hat. Nächster Stein. Was hat Gott aus der Angst gemacht? Sicherheit und Freiheit. Ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt gar keine Angst mehr habe, von gar nichts mehr. Aber von einer Angst, die mich so eingeschränkt hat, dass ich kaum mehr atmen habe können und Freiheit gehabt habe im Leben, bin ich zum Glück weit entfernt durch eine Sicherheit und Freiheit, die mir Gott gibt, weil ich weiß, dass ich Kind Gottes bin und dass ich von ihm erlöst bin. Und es ist so witzig, daran zu denken, ich habe früher, vor einigen Jahren, war ich so in meiner Angst gefesselt, dass ich zum Beispiel eine Vorbereitung gebraucht habe von meinem Therapeuten, wenn ich eine Studienreise mit Kollegen 2 Wochen in die USA mache, wo sich normal jeder freut. Mir hat das unglaublich gestresst und in die Enge geführt. Und jetzt lache ich drüber und denke mir, oh Gott, jetzt wohne ich in Italien, wohne in einem Land, wo ich nicht mehr wirklich gut die Sprache kann und bin weit weg von einer sicheren Umgebung oder von einer Umgebung, wo ich mich gut auskenne. Aber ich weiß, dass ich geborgen bin bei ihm. Christen sind uncool. Ich habe den Sprung dann einfach gemacht, bin in die Gemeinschaft gegangen und habe erkennen dürfen, du wirst noch mehr du selbst. Und es ist so mega wichtig. Wir sind nicht eine Anhäufung von Leuten, die einfach den gleichen Geschmack haben oder die gleiche Musikrichtung hören, sondern wir sind deswegen da, weil wir wissen, dass wir einen haben, der uns erlöst hat. Und es ist völlig egal, ob du jetzt Metal hörst oder Hip-Hop oder was auch immer. Solange du weißt, dass du bei ihm zu Hause bist, ist es unendlich wichtig, dass du nach Hause kommst. Weil es auf dich drauf ankommt. Und das habe ich so oft merken dürfen. Ich habe so oft merken dürfen, dass es einfach wichtig ist für jeden, der da ist. Und dass ich selber in einer Gemeinschaft von Menschen, die Christus ernsthaft suchen, mega gefragt bin und dass meine Talente und Charismen unglaublich wichtig und unersetzbar sind. Deswegen, wenn du das Video oder das, was ich dir gerade sag, irgendwann mal auf YouTube hörst oder wo später, du fehlst in der Gemeinschaft der Kinder Gottes mit deinen Talenten und mit deinen Charismen. Deswegen bist du unersetzbar und deswegen ist es unendlich wichtig, dass du darauf eingehst, auf die Kindschaft Gottes. Und der letzte Stein, der vorher ganz unten war und Teil der Basis war, auf den bin ich so mega stolz.
Weil das, was am Anfang mein großer Kampf war, in der Sexualität und Pornografie, ist verändert worden, da staubt's richtig, durch eine Identität als Mann. Und ich bin so mega froh, dass ich Mann sein darf, dass mich Gott erlöst hat in meiner Sexualität und dass ich in der Beichte in alles bringen darf und dass er alles neu reinwäscht. Und ich möchte dir sagen, egal wo du stehst, egal wie tief du gefallen bist, Gott ist immer weiter und tiefer gefallen wie du, weil er dich auffangen will. Er hat den Tod besiegt und er kann deine Sexualität völlig heilen und wieder neu herstellen. Und ich glaube, dass das so ein wichtiger Schlüssel ist für unsere heutige Zeit, dass wir wissen, Gott kann uns wieder ganz heilen und herstellen. Mir hat Gott komplett neu herstellen dürfen in meiner Sexualität. Ich habe das in die Beichte bringen dürfen und es ist überhaupt kein Thema mehr. Okay, ich bin Mann, ja, und ich lebe in Italien, da gibt es sehr viele fesche Frauen. Da muss man aufpassen mit seinen Blicken. Aber ich weiß und ich kann auch meiner Frau versprechen, mein Blick bleibt scharf für meine Frau, die ich geheiratet habe. Und das ist mir so viel wert und das ist so was Kostbares. Und ich bin dem Herrn so unendlich dankbar, weil das kann nur er. Das kann kein anderer. Das kann nur er. Ich habe das erfahren dürfen. Ich habe sehr viel meine Sexualität jedes Mal, wenn ich gefallen bin, in die Beichte gebracht. Und es kam der Tag, wo ich völlig befreit davon gehen habe können. Und wo ich wieder ein neues Herz bekommen habe durch die Beichte und komplett neu und rein meine Ehefrau kennenlernen habe dürfen und wir uns eine lange Zeit aufbewahren haben dürfen und neu in die Ehe gegangen sind. Und ich freue mich unendlich drüber, dass es möglich war und dass es durch Gottes Gnade wirklich passieren kann. Das ist jetzt, was anfangs ein Gedankenschloss war, ist eigentlich wie mein Fundament. Das, was anfangs mein Gedankenschloss war, was zwischen mir und Gott gestanden ist, was mir ein Herz unendlich schwer gemacht hat, ist jetzt wie ein Haus, in dem ich mich unendlich wohlfühle, wo ich weiß, das ist mein Herz, das ist meine Seele, das ist mein Leib, der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich weiß, dass ich das meinen besten Freunden nur ans Herz legen kann, weil für Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Genau. Jetzt möchte ich noch ganz kurz euch zeigen, wie mein Jubel ausschaut. Wo ist der Technikmann? Genau. Ich habe nur ein kleines Foto mitgebracht von meiner Ehefrau und meiner Tochter. So sieht jetzt mein Jubel aus, den ich vor 7 oder 8 Jahren da in dieser einen Bibelstelle gefunden habe. Die mit Tränen sehen werden mit Jubel ernten. Die mit Tränen sehen werden mit Jubel ernten. Und ich möchte dich einladen, dass du dich fragst, wo siehst du mit Tränen? Wo stehst du in deinem Leben, wo du denkst, boah, das kostet mir echt Energie, das kostet mir echt Kraft. Das ist echt heavy. Wo stehst du in deinem Leben, wo du einfach nicht weiterkommst? In deiner Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Arbeitskollegen? Ich möchte echt einladen, dass du das heute Abend vor Gott bringst und dass du das neu Gott schenkst. Es ist so wichtig, dass wir uns immer neu von unseren eigenen Gedanken, von unseren Gedankenschlössern, wie ich es da vorhin groß aufgebaut habe, dass wir uns immer neu befreien und wissen, wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst, ich brauch das nicht mit mir tragen. Ich bin echt frei. Und aus dieser Freiheit kann so viel Unglaubliches wachsen. Da möchte ich eine ganz kurze Geschichte erzählen. Wie ich begonnen habe, in Italien zu arbeiten, habe ich mich immer gefragt, Jesus, wie willst du mich verwenden in meinem Arbeitsplatz? Was kann ich
was kann ich für die machen? Ich meine, ihr macht das, was ihr immer machen wollt, kann Autos designen und das macht mir unglaublich Spaß. Aber ich habe mir immer gedacht, mein Herz brennt aber genauso noch 100-mal mehr für den Herrn. Und Jesus, wie kannst du mich verwenden hier an dem Arbeitsplatz? Und ich habe sehr viel dafür gebetet. Und es kam dann der Tag in meiner Gebetszeit, wo Gott mir gesagt hat, fang einen Gebetskreis in deiner Arbeit an. Mach das, was du vorher in Salzburg gemacht hast, einfach in deiner Arbeit. Gib anderen die Hoffnung, die du hast. Und ich habe mir gedacht, boah, wie soll denn das gehen? Gebetskreis in meiner Arbeit. Keine Ahnung. Und das kam dann zum Gespräch. Also wir haben einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch. Und ich habe gemerkt, ich sollte meinen Chef fragen, ob wir in unserer Arbeit einfach uns treffen können und beten. Und dann haben wir gedacht, okay, das kann sehr peinlich sein, aber das mache ich jetzt. Und habe mir sehr viel überlegt. Ich habe mir überlegt, okay, wie mache ich das? Weil in der Arbeitszeit geht es ja auch nicht, weil da mache ich ja nichts. Und nach der Arbeitszeit geht es auch nicht, weil das versicherungstechnisch bei uns wahrscheinlich nicht klappen kann, weil man muss immer in der Früh und am Abend ein- und auspatchen, also ein- und auschecken. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach und ich frage jetzt einfach. Und ich habe zwei Arbeitskollegen gehabt und habe zwei Arbeitskollegen, die auch gläubig sind. Und ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt einfach nicht verpassen und ich muss ihn fragen. Und dann ist der Tag gekommen, mein Chef gefragt, wir sind da so drei Christen und wir würden gerne regelmäßig jede Woche beten und uns zum Gebet treffen. Und die Antwort von meinem Chef war, ja, super Idee. Das ist ja wunderbar. Was brauchst du dafür? Und ich dachte, mega. Und dann habe ich gesagt, ja, einfach einen Raum und eigentlich viel. Der Raum sollte nicht mega zentral sein, dass 100 Leute reinlaufen in der halben Stunde oder dreiviertel Stunde, wo wir Gebet haben. Und dann habe ich gesagt, ja, hat er gesagt, ja, gar kein Problem, komm mit. Und dann haben wir einen mega schönen Raum gekriegt, direkt neben der Chefetage. Der eigentlich nur für ganz spezielle Business-Meetings ist, wo man ist. Und mir hat das so unendlich geehrt, weil ich gewusst habe, boah, das ist die Sprache Gottes. Ihm ist es so wichtig, dass wir an unserem Arbeitsplatz echte Christen sind und beten für unsere Arbeitskollegen und für unseren Chef und für alle 1000 Angestellten, die jetzt in unserem Büro sind, dass wir den besten Raum sozusagen kriegen in der Firma. Und wir treffen uns jetzt seit März regelmäßig jede Woche und das ist, also ich kann ohne nimmer. Das ist unglaublich. Egal wie viel man jetzt zu arbeiten hat und egal wie sehr die Birne raucht, jedes Mal, wenn man in die Gebetszeit reingeht mit den anderen und vollmächtig für den Chef betet und für die Arbeitskollegen betet, dann geht man so verwandelt wieder raus. Das ist eine ganz kurze Story, wie Gott mir vor kurzem in meinem Leben begegnet ist, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Arbeitszeit. Das vorher war einfach der Turm. Ich hoffe, ihr habt euch was mitnehmen können. Das war meine eigentliche Story. Und ich bin dem Herrn so sehr dankbar. Früher habe ich mich dagegen angestoßen, vor allem gegen die Angst, weil die so massiv war. Und Gott hat mich da durchgeführt und ich bin durch diese Steine jetzt der ich bin. Und meine Frau ist sehr glücklich mit mir und ich fühle mich auch sehr wohl in dem Haus, in dem wir wohnen. Damit meine ich unsere geistige Herzenshaltung, unser neues Haus, das wir uns aufgebaut haben, oder ich mir durch die Gnade Gottes. Wir werden jetzt eine Zeit haben der Anbetung, wo Gott wirklich gegenwärtig ist, wo Gott wirklich der heiligen Eucharistie kommt. Und ich möchte dich einfach nur einladen, dass du ihm heute Abend das hinlegst, den Bereich in deinem Leben, wo du anstehst, wo du dir echt besonders schwer tust, wo du sagst, das ist ein Stein in deinem Leben. Aber dieser Stein, das ist die Opportunity, wo du wachsen kannst, wo du weiterkommst. Es gibt so einen Satz, der taugt mir mega, das von einem mega coolen Pastor aus den USA.
Und der eine Satz heißt Misery on Mission. So oft stehe ich an bei mir zu Hause, kenne mich gerade jetzt nicht aus, will irgendwas einkaufen, verstehe es nicht genau. Ich könnte so oft mir denken, oh Scheiße, warum kann ich noch nicht Italienisch besser oder wie auch immer. Ein bisschen geht schon, aber nicht so viel. Und ich könnte mir so oft denken, oh, das geht nicht und das geht nicht. Aber genauso oft kannst du dich entscheiden für die Mission. Du kannst sagen, Misery, du kannst sagen, oh, das geht nicht, oh, und in unserer Kirche geht so wenig, oh, in unserem Gebetskreis und alles ist so schwer. Oder du kannst sagen, Mission. Und ich nehme das an und ich gebe diese 10%, diese 110% und ich gehe in meine Herzenshaltung der Mission, dass ich ganz ich sein kann, dass ich ein Kind Gottes sein kann und anderen das bringen kann, was ich in mir habe. Amen.